Herzlich willkommen bei Greenscaping. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und wie ihr vielleicht hier ganz klein im Hintergrund sehen könnt, ich bin heute wieder in Duisburg. Ich freue mich wieder riesig. Das fühlt sich immer fast an, als wenn ich wieder zu Hause bin, wenn ich hierher komme. Und ich freue mich, heute werden wir wieder einen richtig coolen Film drehen. Ein Film über Algen wird bestimmt für den einen oder anderen sehr interessant sein. Ihr wisst ja, ich kenne mich gut aus, was Pflanzen und Algen angeht. Und ja, deswegen denke ich, passt das ziemlich gut. Wir gehen da jetzt hin. Es ist noch 9 Uhr, das heißt Vorladen beginnt. Ich habe ein bisschen Zeit, das Ganze hier aufzunehmen. Mich schon mal fachlich ein bisschen darauf vorzubereiten, wo das meiste weiß ich ja. Und ja, es ist relativ kühl. Und ja, wir sehen uns dann einfach wieder, wenn wir fertig sind mit dem Drehen. Vielleicht mache ich auch vorher, bevor wir zusammen was drehen, was. Und zeige euch ein paar Neuerungen, ein paar Sachen, die ich euch noch nicht gezeigt habe. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann drinnen, wenn der Laden geöffnet hat. Ja, wir sind jetzt fertig mit dem Drehen. Ich habe mich jetzt hier hingesetzt. Ich ruhe mich jetzt ein bisschen aus. Jetzt habe ich wieder Zeit für euch. Und ich habe mir vorgenommen, ich zeige euch jetzt heute einfach die interessantesten Sachen, die sich verändert haben, die sehenswert sind, die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt oder die für euch interessant sein können. Und was ich euch jetzt als erstes zeigen werde, ist mein Lieblingsaquarium. So, ich habe mich jetzt hier schon mal hingesetzt, um ein bisschen was zu lesen. Hier gibt es nämlich ziemlich viele Sitzgelegenheiten, was ich echt mega gut finde, wenn man sich einfach mal ein bisschen entspannen will, wenn man einfach mal das so genießen will, wie man hier sitzt. Und so könnte ich mir das auch zu Hause vorstellen, wo ich dann bald ja auch mehr Platz haben werde. Und das ist so ein Aquarium, was ich mir wirklich vorstellen könnte, mir zu Hause auch hinzustellen. Ich kann das Ganze ja mal aufmachen. Also das ist so ein Schrank und da wird hier wahrscheinlich der Außenfilter und die CO2-Anlage drin sein. Und von der Optik, das ist jetzt kein gesponsertes Video oder so, finde ich, ist das mit eins der schönsten Becken, leider auch mit eins der teuersten. Ich finde, Ehain ist ja auch, finde ich, ziemlich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Oase wirkt relativ schlicht, modern und auch sehr gut verarbeitet. Also könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Also mich hat dieses Aquarium auf jeden Fall überzeugt. Noch nicht von der Inneneinrichtung, aber das kann man dann ja dementsprechend ändern. So, was ich euch auch noch zeigen kann, wir können mal eben da hingehen, ist das Aquarium, was ich hier eingerichtet habe. Das sieht wirklich extrem gut aus. Und da gehen wir jetzt einfach mal hin und das zeige ich euch jetzt mal. Also das steht jetzt hier in der Juwelabteilung und da ist auch die Juwelbeleuchtung drüber. Wie ihr hier vielleicht sehen könnt, ein bisschen verstaubt, aber das ist ja egal. Aber guckt euch einfach mal dieses Becken an, das ist einfach nur krass der Hammer. Von den Farben her, wie sich die Pflanzen entwickelt haben, es ist einfach wirklich der Brüller. We'll be right back.
Wir sind jetzt hier nochmal in der Hardscape-Ecke, da ist auf jeden Fall einiges dazugekommen. Zum Beispiel bei den Bäumen oder auch bei der Steinauswahl. Da bin ich immer geflasht, deswegen habe ich das Ganze hier euch nochmal gezeigt, was es da alles für Steine gibt. Also hier wird wahrscheinlich jeder glücklich werden, der an Aquascaping oder ja, an fortgeschrittener Aquaristik interessiert ist. Ja, außerdem sind natürlich in Zuzaiac extrem viele sehr ansehnliche Schaubecken. Zum Beispiel hier vom Oliver Lindemann, den kennen bestimmt auch einige, der war ja auch schon mal in einigen Videos. Oder aus der Galerie, der scaped hier auch immer richtig schöne Becken und pflegt die natürlich dementsprechend und bietet auch den Service an, dass er die Aquarien betreut und auch ja, maßgeschneiderte Kundenbecken kreiert. Ja, ich mache hier nochmal den Unterschrank auf, damit ihr seht, was das für eine extrem coole Lampe ist. Die hat mich wirklich überzeugt, ist aber auch relativ teuer. Ja, Pflanzen sind natürlich in den vielen Schaubecken dort reichlich vorhanden und einige wachsen sogar aus dem Wasser raus. Das habe ich hier auch nochmal gefilmt und da sieht man dann auch nochmal die Emerse Wachstumsform und auch diese Phalanderet extrem schön. Und ja, allein schon wegen den Schaubecken lohnt es sich eigentlich mal nach Zuzaiac zu fahren, um sich die mal anzuschauen. Dieses Schaubecken ist ja sehr bekannt, kommt in sehr vielen Videos vor. Hier mit der Denali Trocal LED, total schöne Farbwiedergabe, habe ich ja auch mal über meinem Becken gehabt. Nur man sollte sie nicht über geschlossenen Abdeckungen verwenden, denn da kam dann Wasser rein und dann funktionierte die nicht mehr. Also wenn ihr ja, eine Lampe benötigt, ist das auf jeden Fall eine, die vielleicht für euch interessant sein könnte. Besonders interessant fand ich, dass es so XXXXL Pflanzen gab, die extrem günstig dafür waren. Schaut her, das ist eine riesengroße Pflanze Java Farm. Da könnte man bestimmt 20, 30 normale Pflanzen draus machen. In einer wahnsinnig guten Qualität, besonders für ja, Aquarien, die ja, größer 500 Liter sind. Billiger kann man keine Pflanzenmasse in der Qualität bekommen. Also hat mich wirklich überzeugt. Und auch wie ihr hier sehen könnt, jetzt gab es extrem viele Pflanzen auf Steinen, die man so nicht im normalen Handel kriegt. Auch auf verschiedenen Säulen und Einrichtungsgegenständen, die ich bisher noch nie gesehen habe. Also habe, ja, es hat mich total umgehauen, was es da alles gab. Und auch die Preise waren dafür, muss ich sagen, noch recht human. Da ich natürlich auch weiß, was sowas sonst kostet. Also ja, ich wusste gar nicht, dass sie auch so große Pflanzen anbieten. Also wenn ihr da vielleicht so riesen Becken plant, setzt euch mal mit denen auseinander. Sowas habe ich sonst noch nie gesehen. Und es gab natürlich auch wieder eine riesige Anzahl an extrem spannenden Fischen, Pflanzen und natürlich auch Wirbellosen. Ich habe jetzt hier nochmal versucht, ein paar wirklich schöne Exemplare einzufangen mit der Kamera. Da gibt es aber jedoch so viele, dass man das gar nicht schafft, das Ganze in einem Video alles darzustellen. Ich habe ja schon mehrere Vlogs gemacht, schaut euch die auf jeden Fall nochmal an und es lohnt sich auf jeden Fall. Sowohl wegen den Pflanzen, wegen der Einrichtungsgegenstände, der vielen Aquaristik oder großen Aquaristik-Auswahl. Hier auch nochmal eins meiner absoluten Lieblingsfische und auch eins Norberts Lieblingsfische, die Krokodilhechte, wenn ich mich recht entsinne, die jetzt hier zusammen auf der Jagd sind. Ja, das ist einfach Wahnsinn, in so einem riesen Schaubecken. Meiner Meinung nach eins der schönsten Tiere, die es überhaupt gibt. Und ich habe ja auch mal so ein Ding gefangen, da einfach mal unten nachschauen. Und die Story mit der Ente war auch total lustig. Die hat nämlich gedacht, mein ja, Handy wäre was Leckeres zu fressen. Und da ist dieser extrem schöne Schnappschuss dann dabei entstanden. So, wir sind jetzt fertig. Und ich muss jetzt wieder nach Hause, also ich nehme jetzt den Zug Richtung Bremen, dann bin ich wieder so 2 Uhr nachts zu Hause. Ja, hier hinter mir seht ihr nochmal die richtig großen Tiere. Ja, hier steht auch nochmal so ein Riesenkandidat, hat aber anscheinend kein Interesse. So, ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich würde mich freuen, wenn ihr unten in den Kommentaren mal wieder schreibt, wie es euch gefallen hat, ob ihr hier schon mal wart bei Zuzaiac oder ob ihr vielleicht plant, hier mal hinzufahren. Bei Fragen gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ja, wenn es Fragen zum Laden gibt, einfach kurz an Zuzaiac schreiben, einfach auf der Webseite gucken und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.